Einen wunderschönen Nachmittag, herzlich willkommen. Es tut unglaublich gut zu wissen, wenn draußen der Frühling sein blaues Band wehen lässt, dass es doch so viele Menschen mit Seele und Herz gibt, die sich Konstantin Wecker nicht entgehen lassen wollen und die ein Herz für die Palliativmedizin haben, ein Herz für die Caritas und die zuhören wollen, empathisch sein wollen, alles Dinge, die ganz wichtig sind. Das, was Sie machen, allein durch Ihre Anwesenheit, durch das, was Sie uns geben, möchte ich mich jetzt schon sehr herzlich bedanken. Ich darf mich auch sehr herzlich bedanken, gleich am Anfang bei den Herrschaften, die das alles möglich gemacht haben. Dr. Christiane Trummel ist Vizerektorin für klinische Angelegenheiten an der MedUni Wien. Und ich möchte Sie fragen, warum Palliativmedizin und warum eigentlich das so ein großes Anliegen an der Medizinischen Universität ist. Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie auch ganz herzlich im Namen der MedUni Wien begrüßen. Palliativmedizin und universitäre Medizin sind kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Gerade die Patienten, die im Rahmen der Palliativmedizin betreut werden, die an unheilbaren Erkrankungen leiden, die am Ende ihres Lebens stehen, brauchen genauso eine wissenschaftlich evaluierte, funktionierende Medizin wie ein Diabetiker oder wie ein Herzpatient. Deswegen hat die MedUni Wien auch eine Professur für Palliativmedizin, Herr Professor Watzke, der sie erfüllt, eingerichtet, und wir sind sehr glücklich darüber. Es gibt auch eine ganz bedeutende Studie aus dem Jahr 2010, die belegt hat, dass Patienten mit einem Lungenkarzinom, die palliativ betreut werden, nicht nur länger gelebt haben als andere, sondern auch mit einer wesentlich besseren Lebensqualität. Und eine Universität hat die Aufgabe, Wissenschaft zu betreiben und natürlich auch diese optimalen Behandlungen weiterzugeben an die jungen Ärzte. Und das ist ganz wichtig, sodass nicht nur an Universitäten, sondern überall ein gleicher guter Standard gemacht wird. Und wir sind heute hier und wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie dieses Anliegen von uns gemeinsam mit der Caritas unterstützen, dass wir für ein neues Forschungsprojekt im Rahmen der Medizin Geld akquirieren können. Der Staat zieht sich immer mehr zurück aus öffentlichen Belangen wie Universitäten, und so ist die Bevölkerung, sind wir alle gefordert, hier etwas gemeinsam zu tun. Das ist unsere Aufgabe. Danke. Herr Professor Watzke, ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen hier sind, die Ihre Arbeit kennen, aus eigener Erfahrung, aus eigenem Leid. Vielleicht aber, dass Sie doch ganz kurz einmal umreißen, was ist denn diese Aufgabe Palliativmedizin? Was geben Sie Patienten, Patientinnen, den Angehörigen? Worauf kommt es da an? Palliativmedizin ist eine medizinische Disziplin, aber sie ist auch eine Palliative Care, eine Betreuungsdisziplin. Ich glaube, ganz vorweg muss man sagen, dass der Anteil der Medizin in der Weiterentwicklung des Feldes ein sehr großer ist, der Anteil in der Behandlung und Betreuung der Patienten gar nicht so groß ist. Dort steht die Pflege massiv im Vordergrund, die täglich mit den Patienten mit ihrem Leben bis ans Lebensende geht. Dennoch kann die Medizin sehr viel ausrichten. Wir können vorgeben, in welche Richtung sich das Feld entwickelt, mehr als alle anderen wahrscheinlich. Und in dieser Ausrichtung der Palliativmedizin steht natürlich der Patient im Mittelpunkt. Er steht im Mittelpunkt eines ganzen Teams von Pflegenden, von Seelsorgern, von Psychologen, von Psychotherapeuten und Physiotherapeuten. Und dieses Team begleitet ihn eben. Und die Aufgabe dieses Teams ist ganz einfach und doch so schwierig. Es ist die Aufgabe des Teams, Lebensqualität dem Patienten zu geben oder ihnen die Lebensqualität zu ermöglichen, so gut es geht. Wenn man schwer erkrankt, ist es so, dass die Erwartungen, die man ans Leben gesetzt hat, einfach nicht erfüllt werden, nicht mehr erfüllt werden. Und es ist dennoch ein Prozess, der in uns allen möglich ist, ein Anpassungsprozess. Wir alle haben unglaubliche Möglichkeiten, uns an schwere Schicksalsschläge, an Einschränkungen unserer Autonomie im Leben anzupassen, das anzugleichen unseren Erwartungen der Realität. Es geht in einem Ausmaß, das wir alle nicht für möglich halten. Wenn man Palliative Care betreibt, dann sieht man, was wir Menschen tatsächlich imstande sind zu leisten, und ist voller Demut,
wenn man das sieht. Und Palliative Care unterstützt eben diese Anpassung und sucht die Patienten zu begleiten, sie nicht so sehr zu führen in eine Richtung, sondern sie zu begleiten, dass sie ihr Leben so zu Ende führen können, wie sie ihr Leben gelebt haben. Und ich glaube, Musik ist ein Teil unseres Lebens, ob wir wollen oder nicht. Wir wollen es, wenn wir hierher kommen und Musik hören oder ins Konzert gehen. Wir wollen es wahrscheinlich nicht, wenn wir im Kaufhaus sind und berieselt werden. Aber letztlich ist Musik etwas, was uns begleitet. Und ich erzähle zum Abschluss eine Geschichte, die mich sehr, sehr bewegt hat. Eine Patientin von uns, die komatös war, mit Metastasen im Gehirn, nicht mehr gesprochen hat, zusammengekauert im Bett gelegen ist. Wir haben sie dennoch zu einer Weihnachtsfeier hinausgeführt. Sie konnte noch im Rollstuhl sitzen. Und eine Weihnachtsfeier in Wien endet ja oft mit Heiligenliedern. So hat auch diese Weihnachtsfeier, ein Zitherspieler mit Heiligenlieder, geendet. Und als der gespielt hat, das erste Heiligenlied, hat die Patientin die Augen aufgemacht, hat begonnen, Bewegungen zu machen, wie beim Singen, wie man es beim Heiligen macht, so, und hat glücklich gestrahlt. Die Frau, die nie mit uns gesprochen hat. Musik spricht etwas Archaisches in uns an, etwas ganz Tiefes und kann unglaubliches Wohlgefühl machen. Und genau darum geht es in diesem wissenschaftlichen Projekt. Danke vielmals. Es geht um sehr viel Menschenliebe, Nächstenliebe, auch wenn es um die Caritas geht. Die Caritas bemüht sich darum, die Zeiten werden immer härter, es wird immer mehr gefordert, dass auch wir uns voll und ganz einbringen. Der Präsident der Caritas Wien, Michael Landau, ist heute bei uns auch und Sie sagen uns jetzt, was denn die Caritas so alles braucht, beziehungsweise welche Projekte man mit der Musikmedizin, beziehungsweise mit dem heutigen Nachmittag auch unterstützen kann. Als Caritas geht es uns um eine Kultur des Lebens, zu der auch eine Kultur des Sterbens gehört, eine Kultur der Solidarität mit den Sterbenden. Wir sind überzeugt, dass Menschen an der Hand eines anderen Menschen sterben sollen, nicht durch die Hand eines anderen Menschen. Und das ist der Grund, warum wir uns seit vielen Jahren im Feld der Hospizarbeit, der Palliativmedizin, Palliativpflege engagieren. Wir glauben, es geht darum, Leben in Würde bis zum Schluss sicherzustellen und Menschen auf dem Wegstück nicht alleine zu lassen. Dazu braucht es engagierte Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich denke, dazu braucht es aber auch ein Stückchen gesellschaftliche Nachdenklichkeit. Wir bieten unsere Dienste an, weil Sie die Frage gestellt haben, für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Religion. 2200 Menschen waren es, die wir im Vorjahr mit dem mobilen Caritas-Hospiz begleiten konnten, im Gebiet der Erzdiözese Wien. Und das ist ein Dienst, der beides braucht, Professionalität und Mitmenschlichkeit. In dem Sinn bin ich Ihnen zum einen dankbar, weil Sie Hospizarbeit möglich machen, mit dem, dass Sie es mittragen. Ich möchte Sie aber auch bitten, sozusagen ein wenig Botschafterinnen und Botschafter des Hospizgedankens zu werden. Des Gedankens, dass es für eine Gesellschaft ganz entscheidend ist, wie in dieser Gesellschaft mit Menschen am Ende des Lebens umgegangen wird. Mit denen, die an den Rändern leben, an den Rändern der Gesellschaft und an den Rändern des Lebens. Und wenn etwas sicher ist in unserem eigenen Leben, dann unser eigener Tod. Und ich bin überzeugt, wir werden am Ende unseres Lebens nicht vor der Frage stehen, was wir verdient haben, was wir an Prestige hatten, was wir an Einkommen oder Anerkennung erfahren haben. Das ist alles schön, darüber soll man nicht scherzen. Aber ich bin doch überzeugt, dass am Ende andere Dinge zählen werden. Die Frage, ob wir aufeinander geachtet haben, ob wir füreinander da gewesen sind, ob wir als Menschen gelebt haben. Was zählen wird, sind die Taten, nicht die Theorien. Kriterium für die Taten, aber sind die anderen. Worum ich Sie also bitten möchte, das ist zuallererst die Augen zu öffnen für die Menschen um Sie herum und so gut Sie es können,
diesen Menschen ein Stück Nähe zu geben. Da kommt es auf jeden und jede an. Die Dienste, die hier in der Palliativstation, in der Hospizstation ganz toll geleistet werden, die von den mobilen Diensten geleistet werden, die vom Dachverband Hospiz geleistet werden. Diese Dienste funktionieren dann, wenn sie eingebettet sind in ein Gesamtklima der Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dieses Gesamtklima der Aufmerksamkeit werden wir im Blick nach vorne brauchen, wenn der Weg steiler wird und wenn es entscheidend ist, die Schwächsten nicht zu vergessen. Um diese Aufmerksamkeit möchte ich Sie bitten. Und ich danke auch denen, die den Nachmittag, die dieses Zusammensein möglich machen. Professor Latziker, der am Klavier spielen wird, Dr. Staudinger und ganz besonders Konstantin Wecker natürlich. Und Rorafto, die die Dinge im Hintergrund auf geniale Weise zusammengeführt und betrieben hat. Ein herzliches Danke Ihnen allen für das Mittragen in vielfältiger Weise und ein gutes und frohes Zusammensein jetzt bei einem, wie ich glaube, sehr schönen und ja, berührenden Ereignis. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Bühne jetzt freizugeben, mich sehr herzlich bei Ihnen zu bedanken. Sie genießen mit uns jetzt die herrliche Zeit mit Konstantin Wecker und Klaus Latziker. Und Sie darf ich bitten, weil ich es vorhin gehört habe, Musik findet jetzt auf der Bühne statt und bitte, wenn es geht, nicht über Handys. Also bitte, wenn Sie nachschauen, ob Sie Ihr Handy abgeschaltet haben. Und jetzt gebe ich die Bühne frei für Konstantin Wecker und Klaus Latziker. Sie können sich vorstellen, dass es bei diesem Wetter eigentlich nur ein mögliches Lied gibt, mit dem man das Konzert anfangen kann. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und die Luft nach Erde schmeckt, ist egal, ob man gescheit ist, wichtig ist, dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt. Dann will ich, was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen. Denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel ein Opal, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wie ein Weib ist und die Lust schmeckt nicht mehr schal. Wenn mein Ende nicht mehr weit ist, ist der Anfang schon gemacht. Weil's dann keine Kleinigkeit ist, ob die Zeit
vertane Zeit ist, die man mit sich zugebracht. Was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen. Denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Satt und ungeheuer. Dr. Klaus Latschiger. Super. Sie können sich nicht vorstellen, wie aufgeregt dieser erfahrene Mediziner war. Gestern bei der Probe. Er spielt wunderbar Klavier und wir haben gestern nur einen Tag Probe gehabt und wir werden noch ein paar Sachen zusammen machen heute, gell? Ja. Gut. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Es ist, aber man muss sich da dazwischen schummeln. Es war die Idee von Konstantin Wecker, dass es diesen Nachmittag überhaupt gibt. Warum Konstantin? Naja, wir sind zusammengesessen, Klaus und ich, bei einem Seidel oder zwei. Und ich habe mich sehr interessiert natürlich für seine Arbeit, speziell Palliativmedizin und Musik. Er hat mir viele Geschichten erzählt, die sensationell klangen und auch den, davon, dass es ja vielleicht einen Lehrstuhl geben wird für Medizin und Musik. Und wir haben uns da intensiv drüber unterhalten und ich habe ihm erzählt, dass ich mich seit vielen, vielen Jahren für die Hospizbewegung engagiere. Unter anderem, weil ich erstaunt bin, wie viel intelligente, gebildete Menschen immer noch keine Ahnung haben, was Hospiz überhaupt ist. Also es ist wirklich ganz, ganz erstaunlich. Neulich wieder jemanden getroffen, der hat gemeint, das ist Sterbehilfe, wie in der Schweiz. Ja? Und dann haben wir darüber geredet und haben gesagt, Mensch, wenn das wichtig ist und wenn ihr Geld braucht, dann lass uns ein Benefizkonzert machen. Dann können wir es an die Öffentlichkeit tragen und man kann einen Haufen Geld, es muss teuer sein, habe ich gesagt. Ja, sonst hat es keinen Sinn. Ne? Und dann können wir einen Haufen Geld sagen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Klaus, könntest du ein bisschen etwas über diese Musikmedizin erzählen? Dass Musik Freude macht, dass Musik einem die Stimmung entfacht. Dass Musik Leidenschaft machen kann, Musik traurig machen kann, das wissen wir alles vom ersten Augenblick an. Manche, wir wissen im Mutterleib schon, kriegen die Kinder mit, wie es eigentlich funktioniert und haben ihre Emotionen dabei. Wie bist du auf die Musikmedizin gekommen? Du weißt jetzt ganz genau, dass es dein Mann war, ja? Also über den reden. Der gesagt hat, Latziker, machen es beides, ja? Tun es nicht sozusagen zu Hause verschämt Klavier spielen, sondern machen es das, was sie musikalisch können für unsere Patienten. Und er hat meine Widersprüche gelöst. Und wir haben dann mit Musiktherapie begonnen, also die Wirkung von Musiktherapie, Musiktherapeuten, menschlicher Zuwendung und Musik auf der Intensivstation, das funktioniert sehr gut. Aber es gibt auch die Musikmedizin, die unmittelbare Wirkung von Menschen auf Töne und die beforschen wir, mein Freund Alfred Lohninger hilft uns da dabei, wir sind auch heute verkabelt mit modernster Stressforschungstechnologie. Ich habe beide Herren mit nacktem Oberkörper sehen dürfen. Und können hier mit
können hier mit relativ hohem technischen Aufwand und hohem personellen Aufwand, und darum danke, dass Sie hier sind und uns die Voraussetzungen schaffen, ich nenne es das musikalische Mikroskop oder das musikalische Molekül, mit Hochauflösungstechnik sagen, was passiert wirklich in jedem Menschen bei dieser Stelle. Denn du weißt, es gibt kein Musikstück, das für alle Menschen geeignet ist, außer wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Aber ansonsten ist es sehr unterschiedlich und das haben wir eben vor. Das heißt, ihr seid jetzt 24 Stunden lang verkabelt und das wird dann am Ende ausgewertet und man sieht dann, wie ihr miteinander im Gleichklang geschwungen habt, beziehungsweise an welchen Stellen das auseinandergeht. Wie jeder gehört hat, schon beim ersten Mittelteil 4 Takte zu spät eingesetzt. Das werden wir dann sehen, was mein Herz gemacht hat. Ja? Das hättest du nicht erzählen müssen, Klausi. Da müssen wir nochmal drüber reden, was man alles am Publikum sagen darf und was man nicht sagen darf. Ich kann mich an dieser Stelle outen. Ich bin ein unglaublicher Konstantin Wecker-Fan und ich habe vor, naja, jetzt muss man es ganz ehrlich sagen, vor 34 Jahren im Landesstudio Salzburg begonnen, Sendungen, Radiosendungen zu moderieren und durfte eine Morgensendung dann moderieren und habe immer Konstantin Wecker rauf und runter gespielt, was mir dann bei meinem Chef irgendwann einmal eingetragen hat, dass er gesagt hat, sag einmal, es gibt ja andere auch noch. Und ich gesagt habe, ja, aber keiner rührt mich so an wie der. Und dass ich jetzt auf meinem alten Tag da sitzen darf, ist also ungeheuerlich. Ich kann Sie beruhigen, das passiert jetzt nicht mehr, dass irgendjemand Konstantin Wecker rauf und runter spielt. Es ist vorbei. Vielen Dank deswegen. Nein, ich wollte damit eigentlich sagen, es ist ein Wahnsinn, eine unglaublich intensive, lange Karriere. Es ist eine Musikkarriere, es ist eine Kompositionskarriere, es ist eine Schauspielerkarriere. Auch als Schauspieler sind Sie immer wieder zu sehen. Es ist eine Karriere, in der auch geschrieben wird. War das von Anfang an dem kleinen Konstantin in die Wiege gelegt oder war das eigentlich etwas, was irgendwann passiert ist? War das eine Eruption? Eine tägliche Eruption ist das manchmal, ja. Nein, es ist mir insofern in die Wiege gelegt worden. Ich hatte ein großes Glück mit meinem Elternhaus. Mein Vater war Tenor, ein erfolgloser Tenor. Was meine Chance war, weil dadurch war er daheim und ich habe mit ihm zu Hause singen können. Wäre er ein Welttenor gewesen, dann hätte ich nichts von ihm gehabt. Und er hatte eine wunderschöne Stimme gehabt. Ich habe als Knabe eben, ich bin mit der Oper groß geworden und habe als Knabe eine sehr schöne Traviata gesungen. Mimi, man nennt mich jetzt Mimi, weiß nicht. Warum fleißig bin ich? Ich kenne die ganzen deutschen Texte noch, die man damals gehabt hat. Und das war also sehr, sehr schön. Wir haben zusammen musiziert und für mich war klar, ich mache irgendwas mit Oper. Dann habe ich Musik studiert und dann kam mir unter anderem Georg Kreisler dazwischen, weil ich habe in der Zeit auch viel gedichtet. Als 14-Jähriger, ich habe meine Pubertät eigentlich nur mit Hilfe von Trakl überstanden. Sonst hätte ich es nicht geschafft, glaube ich, vor lauter Weltschmerz. Und dann kam Georg Kreisler und Georg Kreisler hat mir vorgeführt, der leider jetzt ja verstorbene, wunderbare Georg Kreisler. Und der hat mir gezeigt, dass man seine eigenen Texte am Klavier singen kann. Und das war für mich der Weg eigentlich dahin, das auch zu machen. Und ich habe mich lange betrachtet und eigentlich heute noch als jemand, der Gedichte schreibt und die eben vertont und selbst singt, diese Gedichte. Also es ist als andere ist ein Beiwerk zu meiner wirklichen Leidenschaft. Und du bist jetzt ein Teil der Leidenschaft. Haare schon ungeduldig. Nein, du hast, ich wollte noch was sagen zu der Palliativmedizin, du hast gestern Abend etwas gesagt, das war noch einmal ein Seidel gestern, und da hast du zu mir gesagt, es kommt, wir haben über jemanden gesprochen, der sagt, ja, ich höre so viel Musik, ich höre den ganzen Tag Radio und freue mich so an der Musik. Und haben gesagt, das ist nicht das, was wir meinen, wenn wir über Musik hören, reden, und dann sagt er den Ausdruck Musik erleben. Und wenn man Musik erlebt, taucht man meines Erachtens ein in eine andere Sprache, in eine non-rationale Sprache, aber es ist eine Sprache, die einem die Welt erklären kann. Und Mozart, wenn man nicht versucht, es rational zu verstehen, zum Beispiel kann mir Mozart Geheimnisse des Weltzusammenhangs erklären, ohne... Genau. Der kann es auch erklären. Der Fehler wäre, wenn man dann versucht, jetzt da rational ranzugehen und sagen, was meint er, was will er. Also ich glaube, Musik ist eine eigene Sprache, die die Chance hat,
nicht rational zu sein wie die Sprache, weil jedes Wort hat ja mit Ratio zu tun. Das ist übrigens oft das Problem bei der Lyrik. Man will etwas Unbewusstes rauslassen und hat immer, dadurch, dass man es über Sprache rauslässt, hat immer trotzdem die Ratio mit drin, was man manchmal gar nicht hat. Es hat nur Rilke geschafft, dass die dann ganz weg ist am Schluss. Also, dann möchtest du noch... Ja, du hast eben soeben Victor Hugo zitiert, dort wo die Worte enden, beginnt die Musik, oder? Ich will euch nicht abhalten, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Danke. Bitte. So, jetzt wird es für den Klaus ernst, weil jetzt spielt er allein. Bitte schön. Was ich an dir mag, ist unbeschreibbar, ist ein ungeschriebenes Gedicht. Besser, ich beschränke mich auf Staunen, mag dich weiter und erklär dich nicht. Was ich an dir mag, ist das Geheime, jedes Wort zu viel ist schon Gefahr. Denn so schnell verfällt ins Allgemeine, was zuvor so ganz besonders war. Ist es deine Stimme, sind es deine Hände, ach, dein ganzes Wesen fesselt mich. Um dich zu beschreiben, bräuchte es Bände, besser sag ich schlicht. Ich liebe dich. Da da di da di da 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 da. Da da di da 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 da. Da 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 di da 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 di da 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 di 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 di. Was ich an dir mag, ist ohne Frage auch ein Teil von dem, was in mir ist. Was ich mir erhoffe, auch was ich beklage, alles, was man an sich selbst vermisst. Manchmal ist dein Gang und manches Mal dein Lachen, manchmal deine Frechheit, deine Wut. Eins ist nicht genug, was soll ich machen, was ich an dir mag? Du tust mir gut. Dazu sagen, der Klaus ist eigentlich ja Klassiker, er spielt wunderbar Mozart und ist wirklich ein toller klassischer Pianist und dann ist es schon manchmal also eine neue Herausforderung, irgendwie ein bisschen freier zu, ich finde, er macht das toll. Seine Lieder legen sich bis zum Mai zum Sterben nieder.
Der Sommer geht vorüber, mit ihm ein Fetzen Leben, die Tage merklich trüber. Das Herz schlägt leicht daneben. Mein Sehnen, die letzte Liebelei, die Lügen und die Tränen. Der Sommer geht dahin, die Frage wird zur Qual, wer weiß, ob ich noch bin beim nächsten Mal. Dieses Sterben wird bald wie nebenbei ein Blühen werden. Das Licht spielt mit die Bam, die Funken noch nei, und wenn jetzt nicht dran, muss es der Frühling sein. Und hinten siehst der See, bald steigt auf in die Höhe, so dir fällt der jetzt Luft. Und ich muss raus aus meiner Gruft, was hab ich mich drauf treit? Jetzt ist soweit, der Frühling Zauberheit, ein Lächeln auf die Leid. Jetzt schiebt sie ins Krankenbett ans Finster und ich weht, die Sonne kugelrund macht heut an jeden gesund. Frühling wird's. Und alles will wieder himmelwärts. Was ist das für ein schöner Schmerz im Bauch und Brust und Herz? Frühling wird's. Und wenn's jetzt wohl jetzt am Platz an so an Doping stürzt, Frühling wird's, Frühling wird's. Die Kellnerinnen schweben, mir fehlt zum wahren Glück von dir ein Stück. Der Frühling hat vielleicht grad dich noch nicht erreicht, sonst wärst du doch schon hier, hier bei mir. Ach, bleib nur, wo du bist, früh werden halt nicht vermisst. Die Nadeln kennt's euch aus, schauen schon wie Äpfel aus. Da war doch irgendwas mit feuchtem, frischem Gras und auch noch dies und das im Übermaß. Frühling wird's und alles will wieder himmelwärts. Was ist das für ein schöner Schmerz in Bauch und Brust und Herz? Frühling wird's und wenn's jetzt wohl ist am Platz, am Sonntag, wem stört's, Frühling wird's. Mir lauft die Fantasie so schön dahin,
der Frühling zündet mir an, bald brenn ich lichterloh, auch wenn ich mich da renn und mich vielleicht nochmal verbrenn, ich muss mir heut das Leben so richtig geben. Frühling wird's und alles will ich wieder hin mit Herz, was ist das für ein schöner Schmerz im Bauch und Brust und Herz. Frühling wird's und wenn's jetzt wohl jetzt am Platz an so einem Tag wen stört's. Frühling wird's, Frühling wird's, Frühling, 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 Frühling wird's. So, sozusagen mein kleiner Jahreszeitenzyklus, Sommer, Herbst und Frühling. Und nun ein Lied, das mich eigentlich, ein neues Lied, das mich eigentlich erschreckt hat, nachdem ich es geschrieben hatte. Es ist ja bei mir so, dass ich zu 99% meine Lieder nicht schreibe, weil ich mir nachdenke, über was ich schreiben möchte. Sondern das passiert und das ist manchmal wirklich wie bei einer Geburt. Das Lied ist, der Text ist völlig fertig und dann irgendwann bricht er raus. Wenn man älter wird, bricht nicht mehr so viel raus. Man hat auch schon viel geschrieben. Ich habe für das letzte Album habe ich jetzt 6 Jahre gewartet. Und da kamen dann doch innerhalb von ein paar Wochen ein paar Texte, wo ich, ja, ich habe früher immer gesagt, meine Lieder sind klüger als ich. Und das ist immer schon so gewesen. Und ich muss mich an denen manchmal richtig gestalten und entdecke erst, was so alles in mir wohnt. Und bei dem folgenden Lied wollte ich es gar nicht auf die CD mitnehmen, ich wollte es nicht auf Tour spielen. Meine Musiker haben gesagt, ich soll es unbedingt machen, weil es sie so angerührt hätte. Das geht in diesem Lied um Sterben. Und ich wollte einen so tiefen Einblick in mein Innerstes eigentlich gar nicht zulassen, auch nicht vor mir selbst. Jetzt ist es geschehen und wie das immer so ist mit Gedanken, wenn sie ausgesprochen sind, dann sind sie nicht mehr rückgängig zu machen. Mein Freund Bernie Glassman, ein engagierter amerikanischer Zen-Meister, sagte mir einmal, der Tod eines geliebten Menschen oder die Angst vor unserem eigenen Tod kann dazu führen, dass sich unser Körper zusammenzieht, dass wir unsere Vision verlieren, uns auf uns selbst und unser begrenztes Ego zurückziehen und damit vom Fluss des Lebens abtrennen. Ebenso kann uns diese Erfahrung aber auch die unablässige Veränderung des Lebens bewusst machen und die einzigartige Kostbarkeit eines jeden neuen Augenblicks vor Augen führen, was immer auch unser eigener Beitrag für diese Welt ist. Und bei all dem handelt es sich um ein Geschenk des Universums, das wir wertschätzen und lieben sollten. Nicht, weil es nützlich oder wichtig oder etwas Besonderes ist, sondern einfach deshalb, weil es da ist. Es geht zu Ende. Seine großen Pläne liegen vergilbt wie er auf Zimmer 3. Aus stolzen Bäumen werden meistens Sägespäne. Den Schwestern ist das ziemlich einerlei. Sie wissen nichts von seinen Liebesdingen und nichts von dem, was ihn durchs Leben trieb. Zwar wollte ihm das eine oder andere gelingen, doch nichts für immer. Nichts, was wirklich blieb. Sie drehen ihn, sie waschen ihn, sie ziehen ihn an. Am Mittwoch darf er in den Park. Er würde gerne in den blauen Frühling fliehen. Er ist zu schwach, er war noch nie sehr stark. Ein Leben eben, eines von Milliarden, nicht schlecht, nicht gut, mit wenig Heiterkeit. Natürlich war da Hoffnung, doch am Ende fraß die sein großer Feind, die Zeit. Bei Schwester Heike wagte es zu lächeln, die streichelt manchmal zärtlich sein Gesicht. Sonst ist es still um ihn, keine Besuche, auch sein betuchter Sohn besucht ihn nicht. Der hat zu tun, Verpflichtungen, Valuten, der hat für Sterben aus Prinzip noch keine Zeit. Dem Vater reichten schon ein paar Minuten, dann wäre er vielleicht zum Gehen bereit. Thank you.
So oft auf die Tür starrt, sie bewegt sich, ausschließlich dienstlich, keine Freunde, nie. Ist denn ein jeder Abgesang so glanzlos? Er stirbt das erste Mal, er weiß nicht wie. Wo sind sie alle, all die Saufkumpanen, die einem ewig Kameradschaft schworen? Wo die Geliebten, all die schönen Namen über die Welt gestreut, verpufft, verloren? Es ist vorbei, am schlimmsten ist das alles im Nachhinein so kurz und flüchtig scheint. Er hatte sich noch so viel vorgenommen, so viele Tränen waren noch nicht geweint. Ach, wie viel Zeit vertan am Tresen, mit Sprüche klopfen, witzig sein. Der falsche Weg in seine Seele ließ er nicht mal sich selbst hinein. Jetzt würde er gern noch einmal in sich gehen und stößt an Mauern, lässt betrübt auch diese Hoffnung fahren und muss sehen, er hat den Weg zu sich noch nie geübt. Ich würde gern sagen, als er starb, sah er am Ende eines Tunnels Licht. Ob er dann endlich fand, was er nie suchte, zu hoffen wär's. Mehr weiß ich leider nicht. Jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt. Ist ein Vers, der unaufhörlich Leben, Welt und Dasein preist. Alles wendet sich und endet und verliert sich in der Zeit. Nur der Augenblick ist immer. Gib dich hin und sei bereit. Wenn du stirbst, stirbt nur dein Werden. Gönn ihm keinen Blick zurück. In der Zeit muss alles sterben, aber nichts im Augenblick.